Und dann geht es mit dem Intro los. 2665 heute. Hallo, liebe Aufrufer. Schön, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen hier für meinen Blitzbesuch in Ihrer Badewanne, Bett, Sofa, wo immer, auf dem Küchentisch zwischen dem ungewaschenen Geschirr. In der Lobby des Flughafens, und da sind wir schon beim Thema hier, Kai Diekmann. Und ich muss vorher etwas zum Besten geben, denn ich möchte hier einen Vorschlag entwickeln, den ich gerade aus der Zeitung geholt habe. Den Flughafen muss man aus wichtigem Grund, ich will es mal nicht weiter aufdröseln, umbenennen von Willy Brandt, umbenennen in Wolfgang Neuss. Und da ist es dann so: Unter Haifisch der Zähne und die trägt er im Gesicht. Mala mala, dim mala mala, dim dim dim, dim dim dim. Ja, das war doch mal schön, oder? Ich meine, mal so ganz aus der Mottenkiste. Also Kai Diekmann hat einen großen Tag gehabt beim Axel Springer Verlag, ich komme gleich dazu, aber das ist natürlich hier der Hammer, exklusiv, Flughafeneröffnung wieder geplatzt. Heute schon wieder, und er ist nicht zurückgetreten und der Misstrauensantrag ist abgelehnt worden. Es sind nur 62 Stimmen für den Misstrauensantrag gewesen, die gesamte Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus, aber der ganze Rest, die große Koalition zieht durch, und das ist nicht anders zu erwarten. Und hier kann man sagen, Bild von heute ist völlig bei den relevanten Themen. Mit anderen Worten, wir können da flockig drüber hinweggehen. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist heute, Samstag, 12. Januar, Merkel greift im Rentenstreit ein. Ja, das ist auch erstmal nur so dahergesagt, was dann wirklich passiert. Steinbrück gesteht Fehler ein und bekräftigt Durchhaltewillen. Das ist so langweilig. Es ist völlig klar. Es soll der Steinbrück erstmal auch noch bei dem letzten Menschen irgendeinen Widerspruch erregen, bis man dann langsam von ganz unten das so zäsiert bis zum Bundestagswahlkampf hin, dass er permanent aufsteigt und dann er der Themenführer ist. Das ist völlig klar. Das ist doch nicht anzunehmen, dass dieses alles hier kleine Unregelmäßigkeiten oder Ungeschicklichkeiten sind. Nein, nein, dahinter steckt die Absicht, nur man muss sich den mal genau angucken. Ich zeige das jetzt nochmal. Und dann ist hier noch ein Sonderthema, nämlich bei der Berliner Morgenpost: 38.000 neue Wohnungen für Berlin. Na Mensch, das ist doch wirklich auch eine super Nachricht. Aber der Hit ist natürlich dieses hier: Neues Deutschland von heute, Samstag, 12. Das ist die Wochenendausgabe. Neues Deutschland: Neue Panne, wo bereit bleibt. Ja, das kann man so sagen. Und dann haben sie nämlich hier die Sache auf den Punkt gebracht. Und das muss man nämlich sich wirklich angucken. Hier haben wir sozusagen die Glimmer Twins, das ungleiche Paar, die beiden Frontmänner und daneben hier in Memoriam Wolfgang Neuss. Und das gebe ich jetzt hier als Bestes zum Allerbesten: Jürgen Ament, bewährte Wissenschafts- und Schreibkraft hier beim Neuen Deutschland und anderswo in Berlin. In Memoriam Wolfgang Neuss: Vor gut eineinhalb Jahren geriet der Spiegel über Berlin ins Schwärmen. Die Hauptstadt sei eine unvollendete, ein Mythos, ein Puzzle. Das war positiv ausgedrückt, hatte aber einen fatalistischen Unterton. Wer je in seinem Leben gepuzzelt hat, kennt die Angst, dass am Ende doch ein Teil fehlen wird und die ganze Anstrengung vergeblich war. Die Mutigen, die zur Selbstironie fähig sind, hängen das unvollendete Puzzle dann doch an die Wand. Ich schweife ab und bin doch beim Kern, dem Flughafendesaster. Wer Mut hat, sieht das Scheitern als Beleg für die Spiegel-Eloge über die Unvollendete. Warum sollte es beim Großflughafen Berlin anders sein als anderswo in der Stadt? Wäre es nicht ungewöhnlich, der Bau wäre ohne Katastrophe unvollendet worden? Die Stadt der Kreativen, in Anführungszeichen, Spiegel 2008, kann ihr Potenzial erst im Scheitern richtig entfalten.
Vor wenigen Tagen erreichte eine Pressemitteilung diese Redaktion, ein Bundeskanzler Willy Brandt Freundes- und Freundinnenkreis fordert darin die Umbenennung des Flughafens, denn der gute Name Brandt dürfte nicht mit einem derartigen Desaster bleibend in Verbindung gebracht werden. Unser einer war rasch geneigt, dem Protest Glauben zu schenken, aber der Brief war ein Fake. Das ist schade, denn es böten sich gute Alternativen zu Brandt an. Warum den BER nicht nach Wolfgang Neuss benennen? Der Berliner Kabarettist war ein radikaler Pazifist. Auf deutschem Boden darf nie mehr ein Joint ausgehen. Zitat von Wolfgang Neuss. Statt Brandt könnte Neuss die Gäste der BER begrüßen. Man müsste natürlich Neuss die Ehre erweisen und über den Eingang ein großes Schild anbringen, auf dem geschrieben steht: Vom Berliner Boden aus darf nie mehr ein Flugzeug starten. So, Lichtgeschwindigkeit hier täglich neu, und das ist doch mal sinnvolles ausgegebenes Geld. Wenn ich mir die deutsche Presselandschaft angucke und wenn ich mir das Axel Springer Treffen der Berliner Morgenpost im Axel Springer Hochhaus gestern hier angucke in der Dokumentation, dann finde ich unbedingt, hätte da auch der Botschafter von Israel mit eingeladen werden müssen, denn es gibt so viele wichtige Länder und so viele wichtige Botschafter, aber der wichtigste ist natürlich der Botschafter von Israel, das ist doch mal klar, oder? Naja, also ich werde das überprüfen und dann geht's weiter. Dankeschön für den Aufruf.